Moin Moin und herzlich willkommen auf Multilaser. Heute natürlich wieder ohne Handschuhe, meine Finger haben sich beruhigt. Ja, wir machen mit dem WPL weiter. Wir haben heute den 19.01. Genau. Ich habe so ein paar Sachen noch weiter gedruckt, die mir gut gefallen. Ich habe euch ja mal so ein bisschen, gebe euch ja ein bisschen so auf den Laufenden. Habe auch schon die Ladefläche jetzt gedruckt, die wirklich schön aussieht, die wir später hier drauf machen werden. Das wird echt mega aussehen, beziehungsweise ist das die Seite viel hinten. Und das wird wirklich schön aussehen. Und ja, ich habe ziemlich viel gemacht. Hier oben den Käfig, ne, ein weißes Asa habe ich das gedruckt. Vielleicht machen wir den auch mit drauf, dass wir vorne so ein Transportkäfig hier oben auf dem Dach haben. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus und passt auch in weiß. Müssen wir mal schauen, habe ich auf jeden Fall gedruckt. Sieht sehr schön aus. Ja. Wir machen heute weiter. Wie gesagt, heute ist 19.01. Wie gesagt, für euch ist das immer nur so, ich versuche ja jeden Tag ein Part hochzuladen. Für mich ist das aber immer Pause dazwischen. Ich kann das leider nicht immer durchgehend durchdrehen. Das geht bei mir nicht. Daher seht ihr jetzt auch mal, wie das so bei mir aussieht. Ich lasse das alles drin. Ne? Real Talk hier. Ihr seid live dabei, wie das bei mir aussieht. Und so hole ich das hier raus. Hier war unser letzter Punkt. Die Achsen sind mittlerweile so, also, dass ich sie natürlich mit der Hand drehen kann, weil sie eingelaufen sind. Natürlich ist das ein günstiges Auto, also billig gefertigt und alles. Und die Tellerräder und alles und auch der Zahnkranz und so, das eiert alles von den Messingteilen. Und eigentlich müsste man hier, also eigentlich müsste man hier nachfeilen oder nachdremeln. Ich habe es jetzt einfach mit einem Akkuschrauber gemacht, weil es einfach für euch, auch wenn ihr so ein Teil habt und das zusammenbaut und hier sich gar nichts bewegt, was sollt ihr machen? Habt ihr vielleicht nicht so eine Feilen, hier so eine Feilen oder so, mit denen ihr in diese, ja, an diesen Teilen rumfeilen könnt oder, ich habe es einfach so gemacht, dass ich das Leichteste gemacht habe, und zwar mit Akkubohrer. Viele Leute haben Akkubohrer, machen das nach oder können das nachmachen und dann läuft das ja auch. Ne? Ja. Das Kit ist günstig, machen wir uns nichts vor. Wir haben hier die Metallversion. Eigentlich würde man bei dem Auto oder würde man dieses Kit ja nur in so einer Kunststoffversion kriegen, und das ist ja kein Witz. Wenn ihr das Auto kauft, dann habt ihr eigentlich nur so eine Kunststoffversion. Achso, das war's schon. Ja, ein Brett müsste hier noch sein, ja. Und wenn ihr die Kunststoffversion habt, dann ist alles aus Kunststoff. Ne? Genau, und dann kostet das Auto auch, glaube ich, irgendwie nur 30 Euro oder so. Also das Auto ist echt extrem günstig. Und ich finde jetzt, ich muss sagen, teilweise ist es natürlich eine Frechheit. Also wirklich eine Frechheit. Ich will hier nichts gut reden, aber so ist das da. Das ist halt eben in anderen Dingern ist das eine andere Auffassung von Qualität. Es gibt gewisse Geschichten da draußen. Da ist sowas, was wir hier machen oder was ich hier aufbaue, da ist das normale Qualitätsstandard. Ne? Deswegen dürfen wir das nicht so ernst sehen. Für uns ist das natürlich ein No-Go. Ne? Ganz klar ist das für uns ein No-Go, sowas abzuliefern. Aber vielleicht ist es da drüben absolut in Ordnung so. Versteht ihr? Es gibt so gewisse Sachen, damit muss man sich zu zufrieden geben. Ich würde auch sagen, dass das so ein Kit ist wie bei uns Taimir. Aber Taimir könnte niemals sowas abliefern, dass sowas nicht richtig funktioniert. Aber haben wir auch schon öfter gehabt. Ne? Ja. Ich will das hier nicht schönreden. Ich zeige euch ja hier alles und ihr seht ja selber mit euren eigenen Augen, was bei mir passiert und was bei mir vorkommt. Ich muss dazu sagen, Udo hat sich jetzt den Wagen auch geholt, er hat ihn im Weiß. Werdet ihr später auch mal in einem Video bei mir sehen. So, und der hat sich den im Weiß gekauft und er zum Beispiel hat bei sich hier das Gehäuse ein bisschen bearbeitet. Das konnte er ganz leicht bearbeiten und bei ihm laufen die Achsen wunderbar. Ne? Vorder- sowie Hinterachse. So, und er hatte auch nicht das Problem, dass er ein Gewinde nachschneiden musste. Das mit dem Gewinde nachschneiden hatte nur ich. Ne? Also, es kann sein, dass sowas durchrutscht. Ich hatte halt jetzt Pech mit dem Gewinde. Ich musste es nachschneiden. Wie gesagt, Udo zum Beispiel musste es nicht nachschneiden. Udo, sein Auto ist auch schon lange fertig, muss ich dazu sagen, weil ich das ja immer filmtechnisch mache. Und daher brauche ich ein bisschen länger. Ja. Aber ich möchte hier nicht schönreden, ich möchte euch aber auch sagen,
und ganz vernünftig euch sagen, was natürlich anders sein kann gegenüber unserem Standard. Ne? So. Und bei vielen ist das Servo abgeraucht, bei vielen funktioniert das Zweiganggetriebe nicht richtig, bei vielen, die haben Probleme so wie ich mit den Achsen, bei vielen sind Schrauben nicht dabei und. Das ist, es kommt mir so vor, als wäre das so vielleicht eventuell gewollt. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Mein Zweiganggetriebe zum Beispiel habe ich getestet, habe es aufgeschraubt, habe es nochmal neu gefettet, ist alles super gewesen. Mein Getriebe war auch komplett gefettet. Bei Udo zum Beispiel war gar kein Fett, oder es war Fett drin, aber nicht an den Zahnrädern. Es hing überall außen rum. Ne? Und ja, da muss man halt eben gucken. Ne? Genau, wir machen heute jetzt hier weiter. Ich wollte das auch mal aufklären, weil ich immer wieder in den Kommentaren gelesen habe, was ein Schrott, was ein Chinamüll. Ja, mag sein, dann ist das für dich so, also für die Person, die es geschrieben hat. Aber ich muss sagen, ich finde sowas hier in so einem Aussehen schon so detailliert und so gut. Ne? Zahlt ihr hier in Deutschland, wenn so eine Karo rauskommt, auf so einem Auto, nur der Oberbau, das hier unten, denken wir uns mal weg, nur der Oberbau mit so einem Detailgrad. Mit Sitze nach vorne und hinten schieben, so mit dem Aussehen, mit den Scheiben, dass man hier die Türen zuknacken kann, wenn man nicht gerade diesen Nupsi da unten wegknipst. So wie das hier ist, kostet doch locker hier in DE 200-300 €. Ist einfach so. Ne? Und wenn da noch Licht drin ist, dann haut man da nochmal einen Fuffi drauf. Ne? So, und deswegen beschwere ich mich gar nicht, dass ich hier ein Kit für 60 € liegen habe. Ne? Also, so mal Real Talk, ey. Scheiß doch drauf. Wie gesagt, ich will nicht schönreden. Das Ganze ist natürlich kacke zu meistern hier. Aber wenn es funktioniert am Ende, sind wir doch alle glücklich, oder? Ich weiß jetzt schon, dass die Stoßdämpfer der letzte Müll sein werden. Und ich weiß auch schon, dass die Reifen der letzte Müll sein werden. Ne? Es ist einfach so. So, Ende der Diskussion. Wir bauen jetzt heute den Rahmen auf. Und da werden wir sehr viel Spaß gemeinsam haben. Ich lese auch immer wieder andere Kommentare, finde ich richtig geil. Also es ist ja nicht nur irgendwie negativ oder so, es sind auch viele positive Kommentare. Ich muss an euch sagen, richtig geil. Ich freue mich immer wieder, eure Kommentare zu lesen. Egal ob negativ oder positiv, ich finde es allgemein interessant. Teilweise ist ja gar keine Negativität, sondern teilweise ist es ja Kritik. Es gibt immer wieder Leute, die ausfällig werden und schreiben Schrott, Scheiße, Müll, statt ihre richtige Meinung mal zu schreiben und selber zu denken. Aber heutzutage selber denken ist sehr schwierig auf YouTube. Heutzutage ist es leichter, Leuten nachzulabern, statt seine eigene Meinung zu haben. Ist mir aufgefallen. Ja. So, wir müssen mal kurz gucken, weil der Rahmen hier sagt mir jetzt nämlich nicht. Das ist auch echt, also die Zeichnung ist wirklich Katastrophe, ne? So, hier unten wird gezeigt, dass der Rahmen so sein soll. Ich habe hier schon mal die Kugelköpfe installiert, weil sonst wäre ich ausgerastet. Ich schwör's euch. Das in einem Video. Und ihr könnt mich in die Klapse bringen, ey. So. Ich schätze mal, wir müssen den so rum installieren, weil hier ein Loch ist. Und ich glaube, dass wir das später zum Festschrauben brauchen. Und das wird hier hinten installiert. So, jetzt ist das Ding ja so. Ich muss es doch immer wieder aufklappen. Ich habe nämlich alle Schraubentypen. Es werden die Schrauben auch gar nicht benannt. Ich finde das richtig gut. 8x6, 8x6 sind das die 8x6, 4 Stück. Also wollen sie die nur für das haben? Nee. Wir haben hier ein Schraubenproblem. 8x6, 8x6. 2x3. Wir haben hier nämlich ein ganz, ganz dickes Schraubenproblem. Und ich werde jetzt einfach die Schrauben nehmen, die noch übrig sind und gut ist. So rum. Ja, fangen wir mal an, ne? Hier die ganze Zeit bla bla und nichts passiert, ne? Ich habe keine Ahnung, ey, ob das die richtigen sind oder nicht. Wir machen jetzt einfach mal. Es ist halt echt super, super schwierig, ey, weil es wird nicht gesagt, ey. Das ist, ich nehme die jetzt einfach, ist mir egal. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das falsch ist, aber was soll man machen?
So, hier wollen sie zwei Stück rein haben. Ich habe die Schrauben auch versucht auszumessen. Das ist auch grottig, also wirklich schlecht gemacht. Also es funktioniert vorne und hinten nicht mit dem Ausmessen. Bevor wir jetzt die Schrauben weiterhin verwenden dafür, möchte ich einmal hier unser Teil nehmen und hier das Servo schon mal reinsetzen. Das ist das hier. Das wollen Sie so rum rein, dadurch, und dann wollen Sie das mit so Flachkopfschrauben. Und da haben wir diese hier. Diese Schrauben meinen Sie bestimmt. Nicht, dass das schon die sind, die wir hinten am Rahmen auch schon verwendet haben. So. Und dann haben wir diese Art von Schrauben, die sollen wir dann auch nochmal fürs... Ja, hier bei mir funktioniert es. Bei Udo zum Beispiel hat das nämlich nicht funktioniert. Der musste mit Unterlegscheiben arbeiten. Aber ich glaube auch, dass bei Udo zum Beispiel das Problem war mit den... dass bei Udo das Problem war mit den Schrauben. Dass die anderweitig benutzt worden sind. Und jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe schon Fehler gemacht. Und zwar habe ich vergessen, das Servohorn zu installieren. Wir brauchen mal einen Servotester. Dann nehmen wir einen Batterieblock. Jetzt brauchen wir das Servohorn. Das ist ja alles da, in kleinen Tüten. So, dann kommt das Servohorn hier drauf. Muss ich tatsächlich nochmal abschrauben. Shit. Na komm. Na komm raus hier, Kollege. So, und jetzt ist es wichtig. Alter, wie kann man denn... Willst du so verhaken an einer kleinen Schraube? Jetzt müssen wir, dass es 90 Grad nach unten guckt und müssen das so einstellen. Alter, das passt da gar nicht drauf. Was ist denn los? Boah. Ohohoho, das passt ja null drauf. Aber ich sehe jetzt schon, dass es falsch ist. Ich merke jetzt schon, dass das Servo falsch ist. Eieiei. So, in dem Fall hier ist orange, glaube ich, das Sendekabel. Ihr müsst immer das helle nehmen, nie das dunkle. Ja. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das völlig falsch ist. Mittelposition ist das hier. Das heißt, so müssen wir das installieren. Jetzt ist es korrekt. Ich sage ja immer wieder, so ein Servotester ist Gold wert. Ne? Also damit erspart ihr euch einiges an später wieder ausbauen und. Ich muss aber dazu sagen, dass so ein Servotester auch mal... Oh, scheiße, ging da schwer drauf. Eieiei. Jetzt die Frage. 1,5 mal 4. Ich kann euch aber auch sagen, dass so ein... Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein Grobgewinde drin ist. Da ist so ein Feingewinde drin. Und hier ist eine Grobgewindeschraube mit dabei. Da stimmt doch schon wieder was nicht, ey. Ich guck mal kurz nach einer Feingewinde. So, und auch gleich wieder eingeschaltet, um euch das zu zeigen. Es ist so eine ganz dicke, fette Feingewindeschraube mit dabei. Und die dicke, fette Feingewindeschraube, das ist die richtige, die ihr braucht, um das Ganze hier zu befestigen. Eine einzige, das hat gerade echt ein bisschen länger gedauert, weil ich dachte, das wäre noch ein Karton. Und da habe ich erstmal den ganzen Karton eben durchwühlt, bis ich nochmal... mir die Schale, weil der Karton hat ja unten so Fech, also ist ja so zusammengeklappt und ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie, wäre die da durchgefallen und liegt da irgendwie in so einem Fach drinne, aber sie war hier drinne. So, ich werde jetzt trotzdem diese großen nehmen, auch wenn das eventuell falsch ist, weil sie später woanders gebraucht werden, dann ist das so, ne?
Aber ich sehe hier diese Schrauben als richtig. Udo hatte mir ein Bild geschickt. Da hat er nämlich nur kleine Schrauben gehabt oder ja und konnte das selber nicht richtig festschrauben, musste mit Unterlegscheiben arbeiten. Ich arbeite jetzt mit denen hier und dann passt das nämlich. Ja. So. Seht ihr? Und dann sitzt das Servo hier fest drinne. Nee. Hier knallt er raus. Oh, vielleicht hatte Udo doch die richtigen Schrauben. Und bei ihm, warte mal, ich sehe gerade, dass der Kopf hier oben mehr Fleisch hat, wenn ich ihn drehe. Das ist ja witzig. Achtet mal drauf. Das ist ja total lustig. Hier ist mehr Fleisch von der Schraube als hier. Und ich habe gerade diesen kurzen Teil hier gehabt und dann kam das Servo raus. Jetzt habe ich sie gedreht, die Schraube, und jetzt habe ich mehr Fleisch auf dem Kunststoff als hier. Seht ihr das? Das ist ja ulkig. Ich kann sogar noch ein bisschen mehr drehen. So. Und jetzt wird das Servo gehalten. Das kannst du niemandem erzählen, ey. Das ist ja ein ulkiger Shit, ey. Oh nee, das darfst du ja gar kein erzählen. Das ist ja unangenehm, das Fakt, ey. So, welche Schrauben sollen da rein? Da sollen auch, okay, ich muss mal kurz nachmessen, ob sie wirklich jetzt, welche Schrauben die jetzt meinen. Ja, ich messe jetzt also wieder mal. Die können ja nur die meinen. Ja. Das sind 2,3. Das ist doch eine Verarsche, ey. Wo sind jetzt die ganz großen, die ich eben hatte? Da, die ganz großen. 2,6. 2,6. Das ist doch eine Verarsche, ey. Da ist auch noch so eine große. Ich hol mal alle kurz raus. Ich denke, dass das die ganzen Flachen hier für Dings sind. Die zwei ganz großen Spezialdinger, die sind ja auch hier verbaut. Ich glaube, dass wir die brauchen für so eine Geschichten. Und der Rest ist einfach, sind einfach diese hier. Ende. Ende. Ende im Gelände. Ich mach das jetzt einfach so. So, Kabel ist jetzt hier durch. Und wenn ich den jetzt hier ranschraube, wo soll der denn ran? Alter, das geht gar nicht mit dem Kabel, weil der Rahmen hier im Weg ist. Die wollen das so. Und dann mit dem Kunststoffteil so. Und dadurch schrauben. Alter. Und ist das eine komplizierte Anleitung? Okay, die Auskerbung scheint nicht dafür zu sein, dass da das Kabel ist. Nein, die Auskerbung scheint dafür zu sein, weil wir hier von der Seite den Dämpfer festschrauben müssen. Und zwar mit Schrauben, die wieder nicht benannt werden. Geil. Dafür ist die Aussparung da, nicht fürs Kabel. Nein, für die Dämpfer, weil die Dämpfer von außen hier rankommen. Ist das geil, ey. Wir nehmen einfach die gleichen, scheißegal. Das ist ja High-End-Shit, ey. Das ist ja... Gehen die oder platzen jetzt hier die Dämpfer auf? Nee, die gehen. Sitzen auch fest, einigermaßen, okay. Und jetzt schrauben wir, seht ihr, und jetzt kommt hier das daran und dann ist da Platz für die Aussparung, für die Schraube. Alles klar. So, wir überziehen heute ein bisschen, weil ich ein bisschen was zeigen möchte. Durch das ganze Blabla ist ein bisschen zu viel Zeit drauf gegangen. So, schneller. Hopp, 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 hopp. So, und jetzt da rein. Alter.
Okay, funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass die Schraube hier jetzt einfach zu lang wird. Aber gucken wir mal, ob wir durchkommen. Nee, kommen wir durch. Okay, wild. Alter, wir sind tatsächlich durchgekommen, ne? Es ist ja zu wild. So, wir machen das jetzt immer so, dass wir eine Seite Sachen anbauen. Dann haben wir es leichter. Hinten den Stoß, dann müssen wir auch noch machen. Okay, check. Und zwar hier durch. Das geht mit den Schrauben aber sehr gut. Ich habe noch so viele von den anderen übrig. Ich weiß nicht, ob wir die noch irgendwie brauchen. Oder ob wir jetzt hier wirklich gerade unsere La Creme-Schrauben verschwenden. Aber die machen für mich den einzigen vernünftigen Eindruck mit diesem Flachkopf, dass wir die verbauen sollen. Hier hinten geht ein bisschen schwer, okay. Vorne geht noch leicht, hinten geht schwer. Sehr gut. Die Federung ist auch das Beste an dem Auto. So, Getriebe kommt dran. Das Getriebe ist auch übelst schmierig. Ach, da müssen wir noch, genau, das machen wir noch eben und dann ist Ende. Wir müssen jetzt hier unseren Zweigang nämlich installieren. Seht ihr das? Das kommt jetzt hier so lustigerweise rein. Ich habe hier schon das Servohorn installiert, weil ich mir das unbedingt mal angucken möchte oder angucken wollte. Hier ist unser Zweigang und da brauchen wir jetzt nämlich so spezial kleine Schrauben. Schrauben spezial klein, habe ich schon oft genug gesagt, glaube ich. Und die müssten hier irgendwo drin sein und die darf ich mir jetzt erstmal wieder raushummeln. Und zwar müssen das nämlich, hier unten sind auch noch, also das sind ja unsere, da kommen jetzt 2,36 × 4. Ich suche mal eben. Wisst ihr was? Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass wir einfach die hier nehmen sollten, die wir auch für den Rahmen nehmen. Ich werde da jetzt keinen Unterschied machen, glaube ich. Die werden wir jetzt einfach nehmen hier. Ich hoffe, dass die passen. Ja, die passen wunderbar. Zack. Oh, reißen da das Servo auf. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Waren wohl doch die falschen. Aber ist mir jetzt zum Ende hin egal. Wie gesagt, wir nehmen jetzt die Schrauben, die wir haben und fertig. Die werden ja für nichts anderes mehr Wichtiges gebraucht. So, Servo steckt. Jetzt gucken wir mal, wie das Zweigang hier schalten soll. Das heißt, das testen wir auch mal. So, orange wieder ganz wichtig. Zack, zack, zack. So, und okay. Jetzt brauchen wir eine Stromquelle, damit wir gucken können, wie das Getriebe läuft. Das heißt, wir holen uns mal hier so einen alten Lipo. Das, was ihr jetzt hier seht, macht ihr bitte nicht zu Hause nach. Danke sehr. Plus und Minus. So, schnell, langsam, schnell, schalten, das geht, wie ihr sehen könnt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es funktioniert. Jetzt haben wir langsam und wenn wir rausmachen, haben wir schnell. Also Zweigang funktioniert. Aber ich finde, es hat zu viel Spiel hier, ne? Wir werden Folgendes machen. Wir werden das Servo einmal losschrauben und es ein bisschen verstellen. Es reicht ja, zum Schalten reicht es ja. Aber es fehlt hier halt so ein kleines bisschen, ne? Und ich finde das auch ein bisschen unnötig, dass das hier hinten so viel hat. Ich würde sagen, wir machen ein Zahn. So, ja. Und hört ihr das? Es arbeitet die ganze Zeit nach. Das ist also ein Analog-Servo. Ein altes. Ja, Schraube dreht auch schon durch. Nice. Aber es funktioniert. Okay. Ja, ihr seht, so ein Servotester ist in jeder Hinsicht Gold wert. So. Leute,
wir können nicht mehr weitermachen. Wir überschreiten das Level 3000. Es bildet sich langsam Kernriss und mein altes Ich kommt zu mir und versucht mich wieder zurückzureißen. Nee, Spaß beiseite. Wir werden nochmal... Ach, guck mal hier. Wir werden jetzt nochmal kurz das hier festschrauben. Und zwar mit den gleichen alten Billigschrauben, die wir jetzt schon die ganze Zeit benutzen. Kommen die da durch? Nee, das dürfte doch eigentlich funktionieren, oder? So, und passt das? Das passt. Geil. So, Endsport jetzt hier. Endsport, so heißt das Video wohl auch. Endsport. Phase 1. Endsport Phase 1. Genau, so werde ich das Video nennen. So. Oh, ist das knapp hier, ey. Lol, das ist ja sowas von knapp. Aber die Löcher sind genau die richtigen, die sie wollen. Da müssen wir noch mal gucken. Da müssen wir schon mal, Alter. Ja, okay. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Elektronik machen. Ich glaube, ich werde die Einheit wieder ausbauen. Genau, für euch jetzt, also für euch wird das eingebaut sein. Ich werde das aber jetzt noch mal ausbauen, weil ich hier noch mal den Regler anlöten muss an die Geschichte. Deswegen wird das hier heute so eine kleine Special-Folge. Für euch ist das angebaut. Ich baue es jetzt wieder ab. Und dann sehen wir uns mit angelöteten Regler wieder im nächsten Part. Danke fürs Einschalten. Euer Laser mit dem VPL-Berg. Bis dann. Tschüss.